Schreiben nicht anmelden, sondern man könnte sich einen kompletten Wiki-Layer unterhalb der Wikipedia als Spitze des Eisbergs vorstellen und dazu eben auch nochmal ein Game-Layer. Also zu einem Thema immer das passende Spiel etwa anbieten. Ich weiß nicht, ob das schon der Fall ist, ob das jetzt ein trivialer Vorschlag ist. Und umgekehrt aus dem Spiel wiederum da und dort mal vielleicht zu einem Buch führen. Das fände ich auch interessant. Also ich muss da leider widersprechen. Es tut mir leid, Herr Dirk, also ich muss jetzt das ganz kurz richtig stellen. Ich wollte nur sagen, dass Frau Bieger eine Sekunde wartet und dann sind Sie es dran. Also es ist ja so, dass wir diese Auseinandersetzung, ob Computerspiele und Kultur sind, die haben wir nicht zwingend gegen das kulturelle Establishment geführt, sondern vor allem innerhalb der Spielindustrie. Die großen Konzerne haben uns bis zur letzten Instanz, bis zur Wettbewerbskommission bei der Europäischen Union immer gesagt, wir wollen keine Kultur sein, wir wollen Software sein. Wir wollen uns nicht in die kulturelle Verantwortung begeben müssen. Ja? Wir als die Entwickler haben immer gesagt, Computerspiele sind Kultur, wir wollen Förderung, wir wollen Bestandteil des kulturellen Betriebs sein. Und das war die Auseinandersetzung. Und das was Sie jetzt gesagt haben, Sie sind jetzt, also, habe ich ja im Vorgespräch schon gemerkt, jemand, der immer sehr auf Worte Wert legt, die letzte Front, bevor sozusagen der letzte Ring der Burg fiel, war, dass die Konzerne gesagt haben, ja, Computerspiele sind Alltagskultur. Das war sozusagen das, wo sie sich noch drauf einlassen konnten, weil da mussten sie noch nicht zugeben, dass Computerspiele Kultur sind. Deswegen bin ich da ganz dagegen, dass man diesen Begriff Alltagskultur verwendet. Aus meiner Sicht ist es völlig klar, Computerspiele sind Kultur, wir sind in Einzelfällen Kunst, dass es einige Fälle gibt, wo Computerspiele, sagen wir mal in Anführungszeichen, vielleicht auf dem Niveau eines Lore-Romans sind. Bedeutet ja nicht, dass sie nicht gesammelt werden müssen, in Bibliotheken stehen müssen. Ja, das ist eben nicht wie die Bild-Zeitung, das ist eben schon etwas Dauerhafteres als die Bild-Zeitung, aber es ist eben vielleicht, ich meine, wahrscheinlich Profis in Bibliotheken haben auch einen Haufen Bücher, die sie jetzt vielleicht nicht zu Hause hinstellen würden. Ja, also, ich werde mal so vorstellen. Also, Entschuldigung, jetzt fällt wieder auf. So, jetzt aber Frau Professor Bieger. Ja, die Bild-Zeitung, die sammeln wir natürlich auch und die sammeln wir ja an mehreren Orten. Und genauso werden wir alle Computerspiele sammeln. Die ZLB hat ja eine der umfangreichsten Sammlungen, ich glaube von Beginn an. Ne? Da waren die ersten Spiele, die wir heute gar nicht mehr eben aufgrund der Hardware-Probleme in Gang bekommen. Aber die Richtung, die Sie vorschlagen, die finde ich ganz, ganz wichtig, dass man die sich nochmal vergegenwärtigt. Der Herr Feibel, der heute ja schon ein paar Mal zitiert worden ist, vergibt mit, ich weiß gar nicht mehr mit wem, Tommy, den Kindersoftwarepreis. Dem Deutschen Bibliotheksverband. Ja, das wollte ich ja sagen, dass er irgendwann sich den Deutschen Bibliotheksverband gegriffen hat, nämlich mich, und hat mich in einen Zug gesperrt und gesagt, ach, wir brauchen die Bibliotheken. Und wir sind sofort aufgesprungen auf diesen Zug. Warum? Weil wir genau Ihre Meinung teilen. Weil wir gesagt haben, es kann nicht sein, dass Kinderspiele, Softwarespiele hergestellt werden, die werden auf den Markt gebracht, dann kommt so eine Mutter und sagt, das ist gut, und dann kommt so ein Bibliothekar, das war nämlich die frühere Welt, und sagt, oh, pädagogisch wertvoll, ganz toll, das werde ich mal dem Kind geben, da wird es ganz intelligent. Das andere wird immer so ein bisschen geguckt, oh, das hat ja böse Nachbarjunge bekommen. Sondern, dass wir schon bei den Kindern anfangen, diese Kompetenz heraus zu kristallisieren, dass sie bewerten, und mit ganz anderen Augen, dass sie natürlich Fachleute, eben auch Computerspezialisten an ihrer Hand hatten. Das ist etwas anderes. Wir haben lange überlegt, ob das die Kinderbibliotheken mitmachen. Und es haben spontan die Kinderbibliotheken in Deutschland, unter anderem eben auch die Kinder- und Jugendbibliothek hier in Berlin, sich bereit erklärt, die Jury zu stellen. Und ich selber konnte mit dem Preis verleihen. Auf der Frankfurter Buchmesse wird er jedes Jahr verliehen. Und da gibt es in mehreren Klassen, und da gibt es ganz einfache Spiele, fast für Vorschulkinder und für Babys und dann eben für die ersten Klassen. Und ich sage Ihnen, was diese Generation an Bewertung vorlegt, da können wir, also vielleicht meine Generation, wirklich noch von lernen. Und wir müssen ganz einfach davon ausgehen, und deshalb bin ich ein bisschen verwirrt hier auf diesem Podium, weil ich immer gar nicht weiß, warum ich von der Zukunft reden soll, wenn ich von Computerspielen spreche. Das war mich vorhin von Lux schon gefragt. Da habe ich gesagt, geht es wirklich um Computerspiele? Das ist doch eigentlich schon der Schnee von gestern. Entschuldigung, Andi, es wird jetzt Neuentwicklungen und so weiter geben. In unserem Selbstverständnis sind Computerspiele Medien wie eben die Bild-Zeitung, ja, oder die FAZ oder eben Günter Grass. Also, und
Wikipedia und was es eben noch alles so gibt. Ich glaube, was wir oder was ich ganz gerne mit Ihnen eher diskutieren würde, ist, wie können uns diese Computerspiele, also wie ich schon angefangen habe mit dem Spielerischen, animieren, neue Dienstleistungen aufzusetzen. Also nicht dieses immer nebeneinander, weil diese neue Technologie gibt ja eine Chance, die wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig rausgearbeitet haben, dass wir ganz viele Dinge zusammenspielen können. Die konnten wir vorher nicht. Da hatten wir ein Buch, das konnte man noch gerade Papierkopien machen. Und hier hatte man irgendwo schon die ersten Computerspiele. Die konnte ich aber eben auch nur mit der fest verbundenen Hardware nutzen. Und nunmehr durch die Digitalisierung, durch das Web, haben wir Möglichkeiten, ganz viele Dienstleistungen ineinander zu bringen. Das heißt also, was ich bei Stella vorhin vergessen habe, ist eben, Stella könnte fast ein Computerspiel sein. Wenn Sie sich langweilen, dann gehen Sie doch auf unsere Webseiten und unterhalten sich bis zum Abwinken. Ich mache das zum Beispiel, stelle ja völlig idiotische Fragen und freue mich, dass Frau Christensen am nächsten Tag überlegt, wer denn dieses Blöde reingeht. So, und das ist die Zukunft. Da, wo die Vernetzung beginnt. Dass das Mikrofon jetzt aus, dann meinen die, sie Mitarbeiter ärgern, ist die Zukunft. bevor ich jetzt bei Professor Deluxe noch eine Wortmeldung das Wort gebe, noch einen Satz, den wir festgestellt haben in der Forschung der Zukunftswerkstatt, an dem Wissen, was wir in der kurzen Zeit leisten konnten. Es gibt ein ganz tolles Projekt in Leipzig, gibt es die Computerspielschule. Dort sollen Erwachsene kennenlernen, was Computerspiele sind. Und dreimal dürfen sie raten, wer dort die Lehrer und Dozenten sind. Das sind deren Kinder. Die haben dort 2-3 Pädagogen genommen, haben einen großen, also mehrere Gebäude oder glaube Räume genommen, haben dort Computerspiele drin und die Kinder, die die Spiele kennen, die damit rumlaufen, die damit arbeiten die ganze Zeit, nehmen ihre erwachsenen Eltern bei der Hand und bringen ihnen bei, guck mal, das ist das Spiel und ich bringe dir jetzt mal bei und ich lerne dir das jetzt. Und so wird also zum als ein phänomenales Projekt. Ich glaube, es ist leider in Deutschland, so wie ich es mitbekommen habe, die Medien noch viel zu wenig wahrgenommen worden, weil es einfach ein ganz einfaches, logisches Konzept ist. Und man sollte unbedingt versuchen, dieses Konzept irgendwie auch zu erweitern, vielleicht auch woanders durchzuführen. Jetzt gebe ich weiter an Frau Herr Dr. Lux. Ja, ich denke, es ist schon wichtig, dass man auch heute noch über Computerspiele spricht. Es ist tatsächlich so, und ich erfahre das ja auch, wenn ich international unterwegs bin, dass es viele Länder gibt, wo Computerspiele abgelehnt werden, dass man sie in Bibliotheken hat, dass Freundeskreise sich dafür nicht engagieren möchten, dass das alles als Nicht-Lesen definiert wird, wobei ich der Meinung bin, man lernt eine Menge und man lernt eine Menge auch lesen, indirekterweise auch über die Computerspiele. Ich möchte aber sehr deutlich doch widersprechen, das sind keine Lore-Romane, die da teilweise produziert wird, sondern Lanzer-Romane. Und man kann auch sehr deutlich sagen, dass dieses ist nicht das Niveau, was wir beschaffen. Es ist schon so, dass Bibliotheken immer Auswahl getroffen haben und man natürlich auch genau die Dinge auswählt, die man auch für sinnvoll hält. Das können Dinge sein, die tatsächlich einfach zum Amüsement, zur Freude, zum rein Spielerischen sind und welche, die eben sehr viel stärker, und das ist manchmal auch, ich sag mal, nicht unbedingt, sind das die besten Spiele, die so sehr pädagogisch beladen sind. Aber es gibt ja, und das hat man bei dem Wettbewerb Tommy gesehen, es gibt eben fantastische Mathe-Spiele, wo man gar nicht merkt, dass man Mathe lernt. Da gibt es wirklich so gute Sachen, dass eigentlich jeder, auch Ältere oder jeder, der meint, dass Computerspiele eben heute doch nicht irgendwie noch nichts für die Bibliothek sind, dass man damit nicht lesen lernen würde. Sie hören das sehr oft im Radio, Sie sehen, im Fernsehen können Sie es lesen. Die Kinder spielen nur noch Computerspiele und lesen nicht mehr. Diesen Gegensatz, in dieses Horn dürfen wir Bibliotheken natürlich nicht reingehen und